Hallo zusammen, er ist einer der bekanntesten Türsteher von Bergheim und ist auch Fotograf. Sven Marquardt zeigt uns hier im Friedrichstadtpalast seine Ausstellung. Und er gibt uns einen exklusiven Blick hinter die Kulissen der größten Theaterbühne der Welt. Der Friedrichstadtpalast und CO Berlin luden zur Ausstellung Sven Marquardt Stageless ein. Durch die Ausstellung führte der Fotograf persönlich und Felix Hoffmann Hauptkurator. Im Oktober 2019 hat Sven Marquardt die Mitglieder des internationalen Ensembles des Palasts unmittelbar nach einem Auftritt porträtiert. Herr Sven Marquardt, Sie lassen uns mit Ihren Bildern hinter den wunderschönen Kulissen des Friedrichstadtpalasts, das jetzt denkmalgeschützt ist, blicken. Wie kam es dazu? Ich habe 2019, ich glaube im Sommer, eine Mail von dem Arthur bekommen, der arbeitet hier in der Kommunikation. Der schrieb, er kennt meine Bilder schon eine ganze Weile und irgendwie sind die immer nachhaltig in seinem Kopf. Meine Schwarz-Weiß-Porträts und ob ich mir vorstellen kann, vielleicht im so ähnlich auch, was heißt so ähnlich, in meinem Stil die Tänzer abzulichten, die ja sonst für die Inszenierung in ganz anderen Posen und Glamour und Kopfputz und so wie das Haus sich ja auch darstellt nach außen. Und auch toll ist, ob ich mir das vorstellen kann, ich musste gar nicht lange überlegen und habe ja gesagt. Weil ich finde, es war die zweite Zusammenarbeit mit Tänzern. Das ist ein großartiger Beruf, so tolle Persönlichkeiten, so tolle... Ja, ein tolles Haus, was ich kenne auch den alten Friedrichstadtpalast da hinten am Schiffbau Adam. Ist für mich ein Stück auch Heimat, Berlin. Und ich dachte, wow, na klar, ich mache Friedrichstadtpalast, also musste ich nicht lange überlegen. Was war Ihnen wichtig denn zu zeigen an den Tänzern? Ich habe mir, nachdem ich die Show angeschaut habe, gab es auch diesen Wow-Moment, abends hier rauszukommen, nach 3 Stunden nach Hause zu fahren, nochmal hochzuschauen und denken, oh, so eine perfekte Show, was machen wir jetzt eigentlich? Was kann man besser anders? Wir müssen was anderes machen und wollen was anderes machen und haben gedacht, wir schminken das mal alles ab und nehmen Accessoires, Elemente aus dem Style, aus dem Kostümbild und packen die Tänzer weg von der Bühne. Dann habe ich hier im Haus ewig nach Möglichkeiten gesucht, ich arbeite nur mit Tageslicht, zusammen mit meinem Team Orte zu finden. Da gab es das Dach, da gab es den Industriefahrstuhl. Nach Wechseln der Jahreszeit zum ersten Shootingtag, Sturm und Regen, blieb das Dach nicht mehr als Option und nur noch dieser Industriefahrstuhl, der ja auch so eine Zeitlosigkeit, was sehr Raffes hat. In dem haben wir dann fotografiert, ja. Und es war wichtig mir oder uns, in diesem inszenierten Moment trotzdem die Persönlichkeit der Tänzer das Bild zum Tragen zu bringen. In Kombination mit abgebrochenen Nägeln, das waren alles natürlich vorher gut überlegte und durchdachte Sachen. Was man eben nicht planen kann, ist dieses Aufeinandertreffen von Fotograf und Tänzer in dem Fall und was dann passiert. Es ist immer wieder dieser spannende Moment. Wichtig ist jetzt während der Corona-Krise auch so eine Ausstellung zu haben. Für mich war das ganz wichtig. Der Anruf von dem Intendanten, von dem Bernd, das war für mich wirklich so ein Wow. Wenn das was wird in diesem Jahr noch. Ich war auf einmal gab es wieder eine Perspektive. Und das ist also so ein wichtiger Moment gewesen, die letzten Monate. Ich habe in der Zeit versucht, auch kreativ zu sein. Im Juni gab es auch einen ersten kleinen Fotojob wieder. Aber dieses Projekt, ich dachte, wenn wir das schaffen, das in diesem Jahr umsetzen zu können, und heute ist dann nun der Tag der Eröffnung, da gab es auch Zweifel zwischendurch immer, weil wie wären die Zahlen, was wir alle eben in den Nachrichten jeden Tag sehen und lesen und uns beschäftigen und auseinandersetzen müssen. Und tatsächlich ist es nun Wirklichkeit und ist ein ganz toller Moment. Normalerweise hat das CO und Friedrichstadtpalast unterschiedliche Programme, aber die Krise schweißt sie zusammen. Jetzt haben wir hier die wundervolle Ausstellung.
Ja, das freut uns beide sehr. Wir sind in der Tat sehr unterschiedlich. Die größte landeseigene Bühne, die sich mit Bewegung, Tanz beschäftigt, Varieté und CO Berlin. Wir haben viel das große stille Bild, aber natürlich auch Videos und so weiter. Und wir sind, glaube ich, im Geiste verbunden. Wir waren immer uns doch sehr ähnlich, vor allen Dingen in der Form, wie wir unser Publikum lieben, wie sehr wir auch darauf angewiesen sind und wie sehr wir uns darum kümmern. Und deswegen war es eine ganz tolle Idee von Bernd Schmidt, uns anzuschreiben. Wie gesagt, das E-Mail ist vom 30. April 2020. Und einfach mal vorzuschlagen, darüber nachzudenken, was man zusammen machen kann. Er hatte die Bilder von Sven Marquardt. Sven Marquardt kannten wir aus der Clubausstellung. Und wir haben zunächst gedacht, ja, wir können nur eine virtuelle Ausstellung machen. Aber wir sind beide so auf Berührung und auf Begegnung. Und das braucht man in diesen Zeiten. Sich treffen, sich berühren, miteinander reden, auch wenn es nur mit Abstand geht und mit Maske. Man kann ja nach draußen gehen. Und deswegen kamen wir ganz schnell auf die Idee, wir müssen ein Projekt schaffen, zusammen, gemeinsam, hier im Foyer eine analoge Ausstellung. Obwohl es keine Gastspiele gibt, lassen sich die Macher vom Friedrichstadtpalast was einfallen. Vor wenigen Wochen war ich hier, da wurde das Haus unter Denkmalschutz gestellt und jetzt gibt es hier diese wunderbare Ausstellung. Wie kam es dazu? Ja, da können wir uns alle bei diesem Coronavirus bedanken, nämlich ohne das dämliche Virus gäbe es diese Ausstellung nicht. Ich würde lieber Theater spielen, muss ich ehrlich sagen, aber wir haben uns gesagt, wenn es schon so eine Krise gibt, wollen wir nicht nichts machen. Ja? Also die Kunst muss weitergehen und seit 10. März hat in diesem Haus keine Kunst stattgefunden und deswegen bin ich wirklich glücklich und auch irgendwie mit großer Energie aufgeladen, dass ab morgen auch wieder Gäste hier ins Haus kommen. Jetzt gibt es natürlich von Sven Marquardt wunderschöne Fotografien und die geben uns einen exklusiven Blick hinter den Kulissen zu den Darstellern, die ja sonst nie so präsent sind. Die Fotos und die ganze Ausstellung zeigt uns, wie wir ja eigentlich nicht sind. Normalerweise sind wir sehr glamourös, wir sind sehr farbenfroh, wir sind sehr elegant und sehr stilvoll. Und diese Fotos zeigen eine andere Seite, auch die Ausstellung. Das sind Baugerüste. Die Fotos sind auf Bauzaunplanen gedruckt und das alles soll ausdrücken, wir sind in einem Ausnahmezustand. Ja? Und Ausnahmezustand ist ja auch positiv, weil das heißt, es ist ein Zwischenzustand und irgendwann wird es auch wieder normal. Ja? Aber die Fotos, die wir sehen, das sind abgekämpfte Tänzerinnen und Tänzer, sie sind fertig von einem Auftritt oder von der Probe, sie sind müde. Und auch das passt sehr gut in diese Zeit, obwohl damals, als die Fotos entstanden, wir noch nicht an Corona gedacht haben. Jetzt gibt es die Ausstellung 2 Monate lang und wer kann die sehen? Wir wenden uns an alle Berlinerinnen und Brandenburgerinnen und der Eintritt ist frei. Also es soll auch keine hohe Hürde geben. Wer möchte, kann kommen. Jeder kann es sich leisten bei null Eintritt. Es ist allerdings in Pandemiezeiten so, dass wir gucken müssen, dass nicht mehr als 100 Leute gleichzeitig hier sind. Deswegen empfehlen wir, dass man sich kostenlose Zeitfenster-Tickets bucht, damit man auch sicher ist, wenn ich komme, kann ich dann auch rein. Die kann man auf unserer Webseite www.stageless.berlin kann man die sich buchen und dann ist man sicher, dass man reinkommt. Spontane Gäste können auch rein. Wir haben da 50 Plätze pro Stunde für spontane Gäste. Man muss aber seine Kontaktdaten und so hinterlassen. Vielen Dank, wunderschön. Gerne. Die Ausstellung Sven Marquardt, Stageless, ist noch zu sehen bis zum 29.11.2020 im Friedrichstadtpalast.